höchste Zeit, mal wieder aufzuräumen. Bei Eichenauers macht das meistens er. Sie findet Ordnung nicht ganz so wichtig, was ihn manchmal aus der Fassung bringt. Ja, die Küche. Küche ist auch immer so ein Ding. In der Küche gibt es viele Türen und Schubladen und das macht meine Frau ganz gerne, dass sie einfach Schränke, Schubladen, Türchen und sowas auflässt. Und das ist so ein Hauptpunkt, der mich zum Wahnsinn treibt, weil es einfach immer wieder passiert und dann gibt es halt schon mal Ärger. Ja, es ist natürlich ein kleiner Reibungspunkt bei uns. So, wenn er nach Hause kommt und ich habe eigentlich schon geputzt, dachte ich zumindest. Und dann findet er aber da noch den Putzlappen, der nicht aufgehangen ist und nicht richtig zum Trocknen liegt. Und dann ist irgendwo stockt eigentlich immer. Es ist ein Kleinkrieg, der in Deutschland täglich tobt. Aufräumen gegen Liegenlassen, Ordnung gegen Unordnung. Für uns ein Grund, mal etwas genauer bei Hempels unter das Sofa zu schauen. Christian Eichenauer ist Kameramann, Fotokünstler und im Privatleben Teilzeithausmann. Heute sieht es im Wohnzimmer mal wieder so aus, wie es eigentlich nicht aussehen sollte. Christian kennt das schon. Seine Frau Helene und der kleine Paul haben die üblichen Spuren hinterlassen. Was stört Sie denn jetzt an so einem Zustand wie jetzt? Ach, eigentlich, es stört mich nicht prinzipiell irgendwas an dem Zustand, aber es sammelt sich immer so an. Also über die Tage hinweg ist es dann irgendwann mal so, dass es einfach reicht, die Unordnung. Dann habe ich gern wieder ein bisschen was Ordnung um mich herum und dann muss ich einfach aufräumen. Das ist wirklich so ein, es packt mich dann einfach. Und auf Ihre Frau können Sie sich in der Hinsicht nicht verlassen, oder? Ich kann mich auf meine Frau schon verlassen. Aber ich meine, was ist Aufräumen angeht? Ja, doch, sie räumt auch auf, aber die Reizschwelle ist eine andere einfach. Bei mir liegt sie deutlich niedriger als bei meiner Frau. Und der Zustand im Moment ist also jetzt für Ihren Geschmack chaotisch, oder? Der Zustand im Moment ist chaotisch, aber den hat man eben auch schnell, wenn man ein kleines Kind hat. Also wenn ich jetzt hier aufräume und der kommt nach Hause, sieht es nach einer Viertelstunde eigentlich wieder so aus. Ich glaube, er hat sich ja sowieso eine Zeit lang mit seiner Ordnung, mit seinem, er nennt es ja auch manchmal Ordnungsfimmel, auseinandergesetzt. Und ja, und ich glaube, dazu gehört es auch, dass er das bei mir sieht, dass er schon einen kleinen Tick hat mit seiner Ordnung. Also, dass ich jetzt nicht so die schlimme Unordentliche bin, sondern dass er da auch ein bisschen im Extrem ist. Also er ist das Problem, halten wir jetzt mal fest. Ein bisschen. Ja, mit seinem, ja, manchmal schon. Eichenauer macht aus der Not eine Tugend und aus dem Kampf gegen Unordnung Kunst. Er filmt sich selbst beim Spülen und Aufräumen und bastelt daraus solche Videoinstallationen. Seine Frau Helene schaut sich zwar gelegentlich an, aber das ändert nichts am grundsätzlichen Problem. Das ist ja eigentlich auch fast so ein Klassiker. Das ist ja in vielen Beziehungen so, dass es der eine eher der Ordentliche und jetzt mal ganz platt gesagt, der andere der Unordentliche ist. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist ein absoluter Klassiker, so diese Kombination. Wir reden auch öfter mit Freunden darüber, weil es wirklich ein Thema ist. Und ich stelle dann immer fest, es ist auch bei anderen ein Thema. Es ist nicht nur bei uns ein Thema, sondern es ist wirklich überall, fast überall so. Es gibt viele potenzielle Reibungspunkte. Wie dramatisch ist eine liegen gebliebene Socke? Wie muss ein Hemd so aufgehängt werden, dass es nicht knittert? Und was ist die richtige Taktik beim Staubwischen? Dabei wird der Kampf gegen die Unordnung traditionell mit allen Tricks und Kniffen geführt. Herr Schlamp, wenn er den Staub mal wischt, jedes Mal eine Krise kriegt. Flockendick auf jeder Fläche ist Grund für 1000 Ehekräche. Staub in Ritzen und in Nischen, da müsste man auf dem Boden kriechen. Staub auf Schrank macht auch nicht heiter. Wer fliegt schon gerne von der Leiter?
Um zu entgehen diesem Fluch, greift Herr Schlamp zum feuchten Tuch und wischt mit ärgerlich Gebrumm um jedes Ding ein bisschen rum. Den Kampf gegen die Unordnung kämpft an vorderster Front Swantje Kramer. Sie ist professionelle Aufräumerin. Heute ist sie zum ersten Mal auf Hausbesuch bei Brigitte Reck in der Nähe von Karlsruhe. Hallo, guten Tag, Kramer. Ja, ich bin die Brigitte. Hallo. Ihre Kunden sind keine Messis, sondern ganz normale Menschen, die einfach mit ihrem Kram nicht klarkommen. Ja, mein Hauptdings ist ja eigentlich nicht hier unten. Hier unten kriege ich ja meistens alles hin. Ne? Mhm. Also ich habe Sie ja angerufen, weil ich diesen Vortrag von Ihnen gehört habe. Ja. Und schon seit einem Jahr habe ich vor, Sie anzurufen und habe es immer von mir hergeschoben, weil ich dachte, ich schaffe es ja irgendwie auch alleine. Aber ich merke, das ist Illusion, da mache ich hier was vor. Wie ist es denn mit der Familie? Also wie weit sind die ja, bei diesen Ordnungsfragen involviert oder ist es jetzt, hängt es jetzt nur an Ihnen oder wie? Also da habe ich neulich drüber nachgedacht. Es ist schon so, dass ich da bestimmt auch viele Fehler gemacht habe von klein auf in der Erziehung. Ne? Wir haben nie konsequent, wir haben immer Versuche gemacht, so einen Plan zu haben. Wir haben auch hier so einen Plan hängen an der Tafel, wer für was zuständig ist. Aber das ist immer am Anfang gut angefangen und dann immer irgendwie hängen geblieben. Frau Reck lebt hier mit ihrem Mann und zwei volljährigen Kindern. Das macht das Ordnung halten nicht gerade leichter. Hier zu viert. Hier ist jetzt zum Beispiel nur unser Wohnzimmer, was wir halt eher zu Weihnachten oder Ostern nutzen. Und sonst ist es auch das Arbeitszimmer von meinem Mann. Das Problem lauert eine Etage höher. Ja, hier oben ist also mein Zimmer. Brigitte Reck hat Schwierigkeiten mit dem Wegwerfen. Aufräumerin Kramer entdeckt schon im Treppenhaus die üblichen Verdächtigen. Sammeln Sie Blechspielzeug? Ja, das ist teilweise sogar noch aus meiner Kindheit. Also das ist ein alter Osterhase und... Ja. Und das ist Recks Problemzone. 4,50 Meter x 1,20 Meter gesammeltes Allerlei. Alles, was einmal wichtig war und dann vergessen wurde. Krippenfiguren und Kalender. Super-8-Filme und Fachliteratur. Alte Zeitungsartikel, sehr viele Murmeln und eine stetig wachsende Fotosammlung. Die Schatten der Vergangenheit. Ich hatte immer vor, für meine Zwillinge, die jetzt 22 sind, da mal noch ein Fotoalbum zu machen. Also bis zum 10. Lebensjahr habe ich es mir noch eingeklebt. Und dann dachte ich immer, zum 18. habe ich schon vorgehabt, schenke ich ihnen ein Fotoalbum, wo die Bilder zwischen 12 und 18 drin sind. Ja. Aber das, ist nie wahr geworden, weil dann immer was anderes kam. Also ich sehe es auch so, wenn man jetzt so den Raum anschaut, der sieht ja jetzt nicht zugemüllt aus. Aber okay, das Problem ist einfach, sie suchen zu lange. Ja. Und es gibt vielleicht auch das eine oder andere, wo man sagen kann, davon kann man sich trennen, um damit dann auch Luft zu schaffen. Ja. Aber ich meine, so sieht es ja jetzt auch nicht immer aus. Ne? Weil ich wusste ja heute, dass sie kommen. Dann räume ich natürlich meine Kleiderhaufen, die vielleicht sonst manchmal hier liegen, schon weg. Ne? Fangen wir damit an. Erster Schritt des erfolgversprechenden Aufräumens, Wichtiges von Unwichtigem trennen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist die allerlei Kiste. Das ist die gefährlich allerlei Kiste. Da hole ich gleich mal den Altpapier 2001. Sie schmunzeln so, Frau Kramer. Kennen Sie das schon, diese Art von Kisten, oder? Ja, sowas gibt es schon öfters. Mhm. Ja, doch, also dass dann wirklich ganz bunt gemischt das ist und man hat dann eben auch keinen Überblick mehr. Ja. Und das macht dann auch manchmal so eine Unlust, überhaupt dran zu gehen. Ja? Weil man irgendwo weiß, da kann sich alles Mögliche verbergen und dann lässt man's. Phase 1, Überblick verschaffen. Phase 2, Kisten anlegen. Phase 3, auch mal was wegschmeißen.
Aufräumen bezeichnen Experten als einen Akt der Befreiung. Ich habe ja schon viele Bücher gelesen, wo ich mich alleine mit dem Feng Shui, das Gerümmel des Alltags, oder vom Tiki Küstenmacher Simplify Your Life, theoretisch da drin alles gelesen. Das Chaos im Kopf spiegelt auch das Chaos in der Wohnung wieder. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch noch da habe von ihm. Sonst könnte man. Vor allem nicht, wo es steht, wenn ich mir den Witz erlaube. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Na doch, ich werde es schon finden, wahrscheinlich, wenn ich es noch habe. Und das ist Werner Tiki Küstenmacher, Deutschlands Aufräumpapst. Sein Simplify-Buch hat sich 100.000-fach verkauft. Für diese Veranstaltung mit diversen Fachvorträgen haben Manager aus Köln 1.500 Euro bezahlt. Dafür erfahren Sie zum Beispiel, wie man eine Schreibtischschublade aufräumt. Sie haben vielleicht schon mal versucht, eine Schublade so ein bisschen von links nach rechts aufzuräumen. Das ist uneffizient, das nervt, das dauert lange, das bringt nichts. Sie müssen die Schublade ausleeren. Für viele Menschen, sagt Küstenmacher, wird die Unordnung zum echten Problem. Auch wenn die zugemüllten Messi-Haushalte, die das Fernsehen so gerne zeigt, die absolute Ausnahme sind. Also man sagt, dass ungefähr 90% derer, die sich als Messis bezeichnen, gar keine sind. Sondern sind Leute, die sind nicht aufgeräumt. Die haben kein echtes psychisches Problem. Da müsste einer kommen und einmal die Bude leer machen und dann würde das gehen. Manche Leute, die werden auch richtig ordentlich und geheilt, einfach indem sie einmal umziehen und neu anfangen. Aber die Grenze ist leider fließend. Also das merke ich bei Freunden. Das fängt an mit so ein paar Kleinigkeiten, dass du irgendwas unter dem Bett stapelst und da noch was und da, in der Ecke wird nicht mehr aufgeräumt. Dann gibt es einen Kellerraum, in den ist man seit ein paar Jahren schon nicht mehr gegangen. Und irgendwann gibt es dann so einen Punkt, wo man merkt, oh weia, das macht was mit mir. Das zieht mich runter, das macht mich krank. Leute verlieren ihren Job, Leute haben plötzlich finanzielle Probleme. Und dann irgendwann kommt der Gerichtsvollzieher und sie merken, oh weia, ich habe seit 3 Jahren die Post nicht mehr aufgemacht. Ja? Also das ist zum Teil wirklich dann eine ganz, ganz ernste Geschichte. Und ich versuche den Leuten zu sagen, handelt, bevor es zu spät ist. Was hat Opa eigentlich im Krieg gemacht? Wenn genug dazwischen ist. Da gibt es ja noch einen allerlei Ordner, sehe ich gerade. Ja, wenn ich genug dann habe, dann tue ich es immer wieder einsortieren. Erstmal Stofffix, manchmal so dazwischen. Haben Sie Ihrem Mann erzählt, dass eine Aufräumerin kommt? Ja, ja. Also ist das ein Thema zwischen Ihnen auch zum Beispiel, die Ordnung? Oder? Ja, es ist schon ein Thema. Weil er kommt ja aus einer ganz anderen Familie als ich. Ne? Das war schon am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, das große. Als ich das erste Mal eingeladen war bei ihm zum Essen zum Beispiel. Der kommt aus der Stadt, aus einer ganz ordentlichen Familie. Und ich habe damals gedacht, ich bin in einem Film. Also das kam mir gar nicht real vor. Da war der Tisch gedeckt, alles war sauber. Die Mutter saß mit am Tisch und alles war fertig. Also ganz anders als bei mir zu Hause. Ich komme aus dem Land. Und haben Sie dann irgendwie versucht, so einen gemeinsamen Level zu finden für den Alltag? Oder hat man einfach gesagt, ich toleriere dich so, wie du bist? Nee, das hat man nicht so schnell gesagt. Also es gab viele Tiefs in unserer 20-, 25-jährigen Ehe, wo ich immer versucht habe, das so schön zu machen, wie es die Schwiegermutter kann. Aber auch selber gemerkt habe, ich schaffe das nie. Also ich trage schon ein Bündel mit mir rum. Von meinen Eltern letztendlich auch. Ja. Meine Mutter ist im Grunde auch eine, die nicht, wo auch alles voll steht. Von der Treppe angefangen, 1000 Blumentöpfchen. Und ich glaube, die Frage ist auch einfach, ob man sich wohl dabei fühlt oder nicht. Ne? Also ich glaube, für mich alleine, wenn ich leben würde, müsste, würde es mich nicht so stören. Was ist da drin? Ist das, das müssen Sie da oft dran? Nee, gar nicht. Das ist eine Flickwäsche, was ich stopfen oder nähen muss. Aber was jetzt nicht morgen ansteht oder auch nicht? Nee. Oder, also wie lange liegt es denn schon da? Fragen wir so. Vielleicht ein halbes Jahr. Genau. Ja. Also dann werden Sie es auch nicht übermorgen brauchen. Nee. Dann würde ich jetzt nämlich einfach vorschlagen, dass wir den Karton davor stellen und dann Ach so. Uns... Oder ich hätte noch hier unter der Treppe haben wir so ein Schränkchen, Ach so. Ah, ja. Da könnte ich es auch reinstellen. Das habe ich nämlich neu leer gemacht. Ja, dann zeigen Sie mir das mal. Ja, genau.
Die Rumpelecke unter der Treppe, auch Speicher und Keller, das sind klassische Endlager für Krimskrams. Genau das, wovor Profi-Aufräumer eigentlich warnen. Bloß nicht nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Herr Schlamp lässt manches gerne liegen, um's später nie mehr beizukriegen. Es wird abgelegt und dann geträumt, dass es sich ganz allein aufräumt. Weil's das nicht tut, hier Schlamps System, mit diesem Chaos umzugehen. Die Rettung ist die Tagesdeck, ein ideales Schlampversteck. So weit, so gut. Jedoch, oh Graus, mit Schlampens Deckung ist es aus, wenn einer von den lieben Gästen sich niederlässt auf all den Resten. Für ihn ist Unordnung ein Fremdwort. Eberhard Burgstahler ist der Herr der Listen. Er archiviert Karteikarten für seine Blockflötenschüler, führt eine private Spaziergangliste und ganz wichtig, die Blumengießliste. Wir sind im Schwäbischen, in Stammheim. Alles ist im Heftchen akribisch notiert, zum Beispiel, dass der Palmfarn jeden Freitag 2,5 Liter Wasser bekommt. Aber wozu dann die Liste? Wenn es eh nur einmal die Woche ist, könnte man doch auch sagen, jeden Freitag gehe hin und gieße die Dinger. Ja, theoretisch ja, aber ich muss ja wissen, wie viel gieße ich normalerweise rein, weil die Gießanzeiger funktionieren ja so ähnlich wie Lackmus. Papier, die verändern die Farbe, aber nicht sofort. Also ich kann sie auch versäufen, wenn ich einfach bloß drauf losgieße. D steht für Dünger, F für Fikus und STGT für die Stechpalme an der Glastür. So, und meine Frau darf mir gießen helfen. Ach. Die ja. Darf assistieren, ja? Ja, na, ich darf seit einer Rückenoperation nur noch 2 Kilo so, pro ja, Seite tragen. Mhm. Und deshalb macht sie das lieber. Gut. Inge, kannst du mal an der großen Palme bitte anfangen? Die kriegt in der Woche durchschnittlich 8, im Sommer auch 10 oder 12 Liter Wasser. Das schluckt es noch lang. So, ich würde jetzt wahrscheinlich 2 Liter reintun. 2, ja, ich gehe aber, ich gehe so rüber. Ja, komm ich besser bei. Frau Burgstahler, kämen Sie denn jetzt ohne Ihren Mann auch auf die Idee, Blumen nach Plan zu gießen? Nein, nein, ich würde einfach irgendwas reinschütten. Also, als er im Krankenhaus war, da hatte ich ja auch die Liste. Und ja, gut, da habe ich vielleicht auch manchmal ein bisschen geschummelt, ich weiß es nicht. Das dürfen wir also, gar nicht so laut sagen, ne? So genau habe ich es nicht gehalten, aber ich meine, sie sind nicht eingegangen. Nein, und nein, jetzt wäre es ja auch schade. Aber ist es denn zwischen also, Ihnen mal ein Thema, dass Sie mal sagen, jetzt übertreib es mal nicht mit einer Ordnung? Nee, nee, nee. Nee? Nee. Gar nicht? Nee. Ist doch schön, wenn er es macht. Ja? Wenn er Freude hat. Und ich bloß Gießkanne halten darf. Und er die ganze Verantwortung hat, gell? Mhm. Herr Burgstahler hat Ordnung schon als Kind gelernt. Besonders gern denkt er an die Waschstube der Großmutter. Da hing ein Schild an der Wand, das hat mich unheimlich beeindruckt als Kind. Jedes Ding an seinen Ort erspart viel Zeit und manch böses Wort. Also der Faktor, das wird Zeit gespart und Ärger, hat mich unheimlich beeindruckt. Dann aber gibt es für mich auch noch die ästhetische Seite. Also, wie mal auf Schwäbisch, im Saustall, fühle ich mich nicht wohl. So. Burgstahlers Meisterstück sind die Karteikarten für seine Musikschüler. Jeder hat eine Nummer. Seit Herbst 79 ist hier jeder Driller dokumentiert. Entziffern kann das nur er selber. 27. Blatt. Ja. Haben Sie die selber entwickelt, diese Zeichen da? Oder? Ja, na ja, gut. Die erste Rubrik ist immer eine Atemübung. Die Jägerübung meinetwegen. Und der Pfeil heißt, ist zum ersten Mal da gemacht worden. Jägerübung für Kinder, aber auch Erwachsene. Piff, paff, puff.
Der Bauch muss atmen beim Blasinstrument und nicht der Mund. Mhm. Also und jedes Piff-Paff-Puff wird dann da notiert? Ja, also die haben da mit der Jäger über angefangen, dass man sieht, und beim nächsten Mal hat der Pfeil einen senkrechten Strich durch, also ist er zum zweiten Mal schon gekommen. Zweimal Piff-Paff-Puff? Mhm. Dann eine Woche drauf kam die Fliegenübung, die auch Fliegen. Eine Atemübung. Jetzt wird spannend. Abends in der Förderschule Stammheim. Vorbereitung zum Blockflötenunterricht. Seit das Putzpersonal privatisiert ist, ist hier immer gut. Man staubt erstmal ab. So richtig dreckig sieht es aber nicht aus. Nee, aber manchmal könnte man Sau draufschreiben. So, da kriegt jeder zwei Stühle. Zwei für jeden? Ja, da kommen die Noten drauf und da sitzt er. Mhm. Und das ist immer der Kleinere, da muss ich immer auf die Punkte gucken. Grün ist klein, blau ist groß, jetzt muss ich grüne suchen. Seit über 20 Jahren kann sich seine Flötengruppe auf perfekt vorbereiteten Unterricht verlassen. Ohne Ordnung, sagt Burgstahler, geht im Leben gar nichts. Selbst beim Flöten nicht. Schauen Sie sich nur mal die Kompositionen an. Jede Note haarklein vorgeschrieben. Musik empfindet Herr Burgstahler als das vielleicht schönste Ordnungssystem der Welt. Ordnung im Kleinen, Ordnung im Großen. Nur so funktioniert der Mensch. Da ist er ganz dicht bei Werner Tiki Küstenmacher. Der vermittelt seinen Anhängern gerne die Theorie von der Ordnungspyramide. Nur wer auf der untersten Ebene Ordnung bei den Dingen des Alltags schafft, schafft es auf die Spitze, zu sich selbst und letztlich zu Gott. Manchmal hat es sogar Auswirkungen auf die Liebe und so weiter. Das finde ich schon eigentlich ein starkes Stück, dass man sagt, nur jemanden, der wirklich Ordnung hält, der kann auch wahre spirituelle Größe erreichen. Also so würde ich es nicht sagen. Ich sage nicht, dass nur jemand spirituell sein kann, wenn er unten die Sachen in Ordnung hat. Aber ich merke es andersrum, dass sich das auswirkt auf unsere unmittelbare Umgebung, wie wir spirituell drauf sind. Also, dass Menschen, die halt ganz viel zu tun haben mit den Dingen, mit den Sachen, mit diesem Kleinkram, diesem täglichen, die leiden dann auch darunter, weil sie sich nicht wirklich mit den höheren Sachen beschäftigen können. Man muss sehen, dieses Leben, ja, das erdulde ich nicht, das erleide ich nicht, sondern das kann ich gestalten. Das fängt bei den Sachen an, das hat dann zu tun mit dem, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, dass ich mit meinem Geld auskomme und so weiter. Und dann habe ich wirklich die Möglichkeit, die Freiheit, mich mit dem zu befassen, was wirklich zählt, was der Sinn meines Lebens ist. Einen habe ich hier noch, ist auch so ein Klassiker. Offene Flaschen oder solche Dinger hier. Das kennt auch jeder, man greift hin, will es nehmen, es ist offen und dann fällt es um. Also, wenn das ständig passiert, dann gehe ich auch irgendwann mal in die Decke. Aber Sie sollen jetzt nicht uns filmen, sondern sich beim Putzen. Es ist Filmtag bei Christian Eichenauer. Seine Aufräum-, Putz- und Spülfilme sind auch Basis für weitere Ordnungsdebatten mit seiner Frau Helene. Es gäbe ja theoretisch auch noch die Lösung, nicht selbst putzen, sondern eine Putzfrau engagieren. Ja, haben wir auch schon mal drüber nachgedacht, aber nur sehr kurz, weil das wollen wir beide nicht. Jemand Fremdes, der dann das eigene Chaos beseitigt, ist irgendwie auch nicht das, was wir haben wollen. Mhm. Und es geht ja auch weniger ums Putzen als ums Aufräumen. Das Einzige, was die Putzfrau vielleicht dann bringen würde, wäre, dass man aufräumt, bevor sie kommt, damit es nicht ganz so dauer aussieht. So, jetzt geht's los. Die Wäsche ist auch ein Problem. Oder beziehungsweise manchmal ein Streitpunkt. Weil wenn ich neue Wäsche in den Trockner tue, dann rupfe ich die alte raus und lasse sie da erstmal stehen oder liegen. Ne? Und Ihr Mann ist aber der Meinung, die trockene Wäsche müsste direkt gefaltet und weggeräumt sein. Also eigentlich, ja, so dieses Direktmachen, das ist einfach immer das Problem. Es soll direkt erledigt werden.
Auch gegen eine Spülmaschine hat sich Christian ganz bewusst entschieden. Spülen per Hand empfindet er als meditativen Akt. Und außerdem verleiten Spülmaschinen zum Verdrängen durch Wegstopfen. Ein Ort der übelsten Gerüche ist und bleibt bei Schlamps die Küche. Vorzüglich der Herr Schlamp zwar kocht, aufräumen aber keinen Docht. Ganz anders sieht das seine Frau. Sie findet's unter aller Sau. Denn schließlich, wer gemacht den Dreck, der räum ihn selber wieder weg. Dazu macht Schlamp dann gute Miene. Es gibt ja noch die Spülmaschine. Und ganz egal, ob sauber, dreckig, ob Eisen, Plastik, Holz, rundeckig, ab in die Spülmaschine rinn. Denn aus den Augen, aus dem Sinn. Hier haben wir die Kundenbetreuung international, unser Export. Nach Feierabend bei Kaiser in Dietz. Die Firma ist Weltmarktführer bei Springbackförmchen. Nur mit der Ordnung im Büro, da hapert's etwas. Der Chef hat deshalb einen Profi bestellt. Morgen gibt Herr Kurz eine praktische Aufräumschulung. Heute werden erstmal die Schwachstellen aufgespürt und gnadenlos dokumentiert. Spezielle Situationen, die Ihnen jetzt schon auffallen? Ja, also diese, was auffällt, gern fotografieren. Diese Ablageschalen, das Thema ist nicht so sehr der Einzelne. Der Einzelne beherrscht immer seine Arbeit. Die größte Herausforderung besteht darin, was ist, wenn der Kollege nicht da ist? Was ist mit der Vertretungssituation? Und da sind solche Stapel, solche Ablageschalen, die nicht beschriftet sind, einfach ein Problem. Wo soll ich irgendwelche Unterlagen suchen? Oder auch sowas in diesem Bereich hier. Die beliebte Ausrede vom kreativen Chaos kann Kurz nicht mehr hören. Das Bürodurcheinander ist für ihn ein allgegenwärtiger Feind, der mit Konsequenz bekämpft werden muss. Da hinten ist ein benutztes Backblech, wenn ich das richtig gesehen habe. Ordnung ist die Basis von allem. Nur wer diszipliniert Ordnung und Sauberkeit hält, kann Qualität produzieren. Das Ziel heißt, den Dingen eine Heimat geben. Ja. Tabu-Akten auf dem Boden? Nein, Tabus gibt's nicht. Das sagen Sie so, aber ich sehe doch, dass Sie sich freuen, wenn Sie das finden. Nein. Ich zeige die Fotos morgen unter der Überschrift "So sehen uns Kunden, Kollegen, Besucher aller Art". Und die Frage ist, was denkt sich ein Besucher, der solche Dinge sieht? Der Tag der großen Büroordnungsschulung. Los geht's mit Konfrontationsübungen. Peinliches Wiedersehen mit dem verschimmelten Backblech. Ein Schimmeltest oder? Ah, super. Erst am Samstag. Kurz nennt seine Schulungen Büro-Kaizen. Das ist japanisch und heißt ständige Verbesserung. So lernen die Mitarbeiter der Backförmchenfirma heute, wie man eine Wiedervorlagemappe vernünftig führt, Ablagen sauber beschriftet und einen sicheren Platz für den Locher findet. Tendenziell eher etwas unübersichtlich. Meine Empfehlung ist, packen Sie ihn jedes Mal wieder in die Schublade. Sie können so weit gehen wie ein Kunde von mir, der hat die Schreibtischschublade mit Schaumstoff ausgekleidet, Also er hat jetzt keine Sitzheizung eingebaut, aber zumindest mit Schaumstoff, damit Loch und Tagger es schön warm haben. Wissen Sie, gut ist, was Ihnen gut tut. Seminarstufe 2, praktische Umsetzung des zuvor theoretisch Erlernten. Soll heißen, wegschmeißen. Hallo. Aha. Alle Dinge, die man nicht mehr braucht. Ja. Und ist auch ein gutes Gefühl, oder? Wenn man so mal die Zeit hat,
die Dinge, wo man immer schon lange mal tun sollte. Ich bin ein Freund vom Wegwerfen. Ehrlich? Ja, ja, absolut. Ja, warum haben Sie es denn dann bisher noch nicht weggeworfen? Das Argument kam gerade. Die Zeit hat man sich nicht genommen. Aha. Den Mitarbeitern macht's Spaß und auch der Chef freut sich. Denn im aufgeräumten Büro, sagen Experten, wird 20% effektiver gearbeitet. Das Werk von 15 Jahren, denke ich mal. Ne? Die Überreste. Hier, dieses grundig Diktiergerät ist einwandfrei. Es nimmt bloß keiner mehr, weil es eine Kassette ist. Ist alles digital heutzutage. Wunderbar. Am Ende des Tages warten 6 prall gefüllte Rollcontainer auf den Gabelstapler. Das kriegen wir gar nicht alles drauf, um Gottes Willen. Mission erfüllt, Backförmchen Kaiser ist aufgeräumt. Pfanne, stotter ich auch noch. Messer. Wir sind noch einmal bei Brigitte Reck in Karlsruhe. Die Frau, die Probleme mit dem Wegwerfen und deshalb auch Probleme mit dem Ehemann hat. Der wollte übrigens auf keinen Fall vor die Kamera. Dafür ist heute Magdalena da, die Enkeltochter. Wie ist es denn eigentlich so mit Küchenordnung bei Ihnen? Ist das auch ein Thema? Also, dass das schwerfällt so, oder? Nee, da bin ich ja ganz froh, dass man die Familie hat. Da muss man automatisch, ne? Also, wenn ich, glaube ich, ganz allein hausen würde, wäre das auch vielleicht mal ein Problem. Aber so ist man schon gezwungen. Also da bin ich froh, wenn ich andere erzählen würde, allein leben. Die haben dann nicht diesen Druck. Aber ich weiß genau, wenn mein Mann heimkommt, der hasst es, wenn im Spülbecken jetzt diese Pfanne steht zum Beispiel. Gerade bei ihr ist es so, dass sie mich ermahnt zum Aufräumen. Ne? Sie hasst es, wenn Schubladen aufstehen, die müssen immer so sein. Ja, ja. Oder auch vorhin habe ich ihre Jacke und ihre Mütze hier auf den Stuhl gelegt. Dann hat sie es gepackt und mir hinterhergetragen, dass ich es an die Garderobe hänge, so sagt. Ne? Das ist auch ein guter Anreiz, eigentlich so ein kleines Kind, dass man denkt, bei ihr soll es nicht so werden. Es soll von Anfang an sehen, dass man, bevor man aus dem Haus geht, den Tisch abräumt oder so. Oder die Spielsachen nach dem Spielen wieder in die Kiste zurück. Jetzt können Sie schön sprechen. Die letzten Wochen hat sie sich ganz aufs Aufräumen konzentriert, hat berufliche Termine verschoben und mit Volldampf sortiert und entrümpelt. Und immer noch findet sie überall im und vorm Haus überflüssigen Kleinkram. Aber heute ist es kalt für den Sandkasten. Der ist auch schon all weg. Da kommt jetzt auch weg. Da ist der ganze Müll drin, von was wir alles weggeschmissen haben. Ne? Aussortiert. Teile, die jahrelang rumlagen, wo ich dachte, Batterie rein oder so, nichts. Also man sieht schon, die Mülltonnen sind schon voll geworden. Das ist auch ein wichtiger Tipp. Wann soll man aufräumen? Viele Leute sagen, ja, ich räume auf im Urlaub oder wenn ich dazu Zeit habe. Ich gehe mittlerweile dazu über, aufräumen dann, wenn der Stress am größten ist. Weil dann ist der Effekt am größten. Wenn man alle Maschinen stopp macht und jetzt sage ich, jetzt räume ich diesen vermüllten Schreibtisch 2 oder 3 Stunden lang auf. Danach habe ich wieder eine Power. Das ist so unglaublich, was da für eine Energie drin steckt. Und dann kann ich ganz beschwingt weiterarbeiten. Also das ist eigentlich der Haupt-Simplify-Effekt, den ich auch für mich selber entdeckt habe. Ausweise. Ah ja. Inge? Ja? Kannst du mal deinen Personalausweis, auch meinen, mal nachschauen? Bringst du mal, ob die auch wirklich noch gültig sind? Urlaubsvorbereitungen bei Burgstahlers. 3 Wochen Altmühltal, da darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das heißt, hier auf der Liste wird alles abgehakt, was man so braucht für einen Urlaub. Ja, in dem Fall jetzt, ob der Pass noch gültig ist, oder? Auf dieser Liste, ja, habe ich nur die Sache aufgelistet, die einfach rechtzeitig erledigt werden müssen. Gerade wie beim Pass, da braucht es ein paar Wochen, bis der wieder stimmt, oder bis es wieder einem zurückschicken. 4 Wochen vor dem Urlaub beginnt das Abhaken. Also habe ich auch gesehen. Es gibt eine Langfristplanungsliste und eine Kurzfristliste für die letzten Tage vor der Abreise. Und Handyladegerät ist natürlich wichtig. Ein Handyladegerät, 1 Stück Dreifachkabel kurz, 3 Mückenscheuchen, 230 Volt, ein extra Brillenetui, 16 Stück Kleiderbügel und Leinsamen. Verlängerungskabel dabei mit. Hast du mit dem Leinsamen nachgeschaut? Jawohl. Ach, du bringst gleich mit? Eine ganze Dose. Ja. Ja, wenn die ganz voll ist, aber für 4 Wochen reicht sie nicht. Aber jetzt brauchen wir 2 solche. Ja, deshalb mache ich bloß da noch ein bisschen Pfeil hin. So.
Doch, habe ich heute auch schon in der Hand gehabt, ist am Platz. Und das System mit den Listen, gibt es Ihnen auch so ein Gefühl der Sicherheit dann, wenn Sie wegfahren, dass Sie wissen, da kann nichts schief gehen? Ja, also hundertprozentig kann ja nichts klappen, aber wir sagen zu 98, 99% haut es immer so hin, wie man sich denkt. Und an den anderen 2% wird gearbeitet weiterhin, ja? Ja, wie gesagt, ich bin ja ziemlich genau, aber nicht krankhaft penibel. Also das muss man einfach offen lassen, da dies oder jenes sein kann. Ich kann ja auch kein komplettes Operationsbesteck mitnehmen, bloß falls ich mich selber operieren sollte, was ja auch schon vorgekommen ist, gell, bei Leuten. Auch gepackt wird mit System. Burgstaller dokumentiert seit Jahren den Packplan für den Kofferraum. Das heißt, Sie machen Fotos von Ihrem gepackten Auto, oder? Ja, das heißt, ich mache Fotos vom halbgepackten oder ungepackten Auto, je nachdem. Also ich mache den Fortschritt so, dass es jederzeit wieder nachvollziehbar ist im anderen Jahr. Jetzt sehe ich da zwar viele Kisten, aber keine Koffer. Naja, weil früher, da hatte ich noch ein größeres Auto, da hat man dann nach 3 Koffer verschiedener Größe, ein paar Köfferchen, dann noch 50 Plastiktüten, und irgendwo einen Korb noch, alles mögliche Packmaterial und ein paar Taschen reingenommen. Und das Ergebnis war dann gegebenenfalls am Urlaubsort Schlag auf, kommt dann hinten schon das Gepäck entgegen. Aber wichtig ist einfach, dass das Ganze nachher gut zusammenhält. Deshalb wird bei Burgstahlers in Plastikkisten gepackt. E steht für Eberhard und I für Inge. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch was vergessen habe. Frau Burgstahler ist mit dem Packen meistens etwas später dran als er. Dürfen Sie oder müssen Sie das jetzt in Kisten packen? Das muss ich. Da bleibt keine andere Wahl. Aber sonst gibt es Ärger mit dem Gatten, oder? Ich finde es eigentlich nicht unpraktisch, muss ich schon sagen. Ich meine, ich komme mir höchstens ein bisschen blöd vor, wenn man so mit Kisten anreist bei der Vermieter. Aber die wissen das jetzt schon. Und die wird dann auch schön sauber aufbewahrt. Mein Mann tut da immer ein schönes Tuch dann drüber, die werden aufgestapelt, sodass das überhaupt nicht irgendwie nachher wüst aussieht, wenn man so Kisten in der Gegend stehen hat. Also da achtet er ganz arg drauf. Kommt denn alles, was Sie da jetzt eingepackt haben, auch auf die Liste? Also steht das jetzt genau, da ist jetzt ein Sonnenhut drin und 3 Kleider? Nee. So genau machen Sie es nicht. Ach so. Ich mache den Schrank auf, wie es mein Mann vorher erklärt hat. Guck rein, was brauchst du nicht. Dann tue ich manches raus. Nach einer Weile tue ich wieder Sachen rein. Also ganz so genau nehmen Sie es nicht wie er. Nein, weil er hat ja noch eine Liste, wo dann auch drauf steht, 5 Paar Socken und 3 Unterhosen. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, das weiß ich. Der Hut, ja, wenn ich sonntags nehme ich dann den in die Kirche. der ist auch aus dem Altmühltal. Ja, ich glaube, jetzt ist die Kiste voll. Ja, ich war fleißig. Ich habe gestern Abend noch bis spät. Oh, wow. Ja, genau. Toll. Weil ich wollte ja, das war ja mein Ziel, dass ich die Ablage frei habe. Und jetzt habe ich. Es hat sich was getan bei Frau Reck. Große Teile der Problemzone in ihrem Zimmer sind verschwunden. Das Ergebnis von 5 Wochen intensiver Aufräumerei. Passt ja dann gut. Aber, boah, also, das ist ja richtig schön. Ja. Da freue ich mich ja. Also weil das finde ich immer ganz toll, wenn dann, also für mich ist das so ein Klick machen. Haben Sie das auch so empfunden oder war es auch ein mühsamer Kampf? Es ist schon ein mühsamer Kampf teilweise. Ne? Es geht schneller, wenn jemand dabei ist, weil alleine hätte ich mich noch länger rumgeplagt, das weiß ich nur.
So ist es schon gut, wenn man so einen Rembler ab und zu kriegt und sagt, du's weg. Also 1000 schlaue Sprüche aus 1000 Zeitschriften, das ist schon unrealistisch. Also man merkt schon immer mehr, wie unrealistisch man lebt. Ne? Ziel? Heute werden die besonders heißen Eisen angepackt, die ausufernden Sammlungen. Zum Beispiel das Blechspielzeug. Ja, da kommt sie nicht so recht voran, weil ihre Schuhe eben. Im nächsten Schritt will Frau Kramer ihrer Kundin beibringen, wie man nicht nur Unordnung beseitigt, sondern auch dauerhaft Ordnung hält. Also nochmal? Oh ja, was schätze. Gut, wobei da natürlich dann irgendwann auch die Frage ist, ob du in den Massen Murmeln brauchst. Aufräumerin Kramer hat übrigens genauso viele Männer wie Frauen als Kunden. Die beruhigende Botschaft, Probleme mit der Unordnung sind geschlechterunspezifisch. Es gibt da nur eine wichtige Ausnahme. Der passt mir nicht. Herr Schlamp kann's staunen gar nicht lassen, was Damenhandtaschen so fassen. Und wenn Mann fragt, die Dame haucht, da drin ist nur, was Frau so braucht. Vor Lachen sich Herr Schlamp oft kringelt, wenn bei Frau Schlamp das Handy klingelt. Aus ihrer Handtasche tiefsten Tiefen ist's, als ob die Geister riefen. Tampons, Bonbons, Nasenpuder, wo ist das Handy nur, das Luder? Frau Schlamp wühlt, endlich sie's erbeutet, voll Krümel und längst ausgeläutet. Showdown in Eckenstein. Brigitte Rex' überflüssiger Krempel soll heute endgültig verschwinden. Drei Kisten Spielzeug, Bücher und Klamotten auf dem Weg ins Karlsruher Second-Hand-Kaufhaus. Die Hoffnung, irgendjemand könnte den Kram noch brauchen und kaufen, macht das Loslassen leichter. Frau Kramer muss aufpassen, dass ihr Brigitte jetzt nicht entwischt und gleich wieder rückfällig wird. Das ist ja süß. So viele schöne Sachen, was man damit zu Hause alles anfangen könnte. Die Sammelleidenschaft bleibt der Feind des aufgeräumten Wohnzimmers. So einen Korb würde ich normalerweise auch mitnehmen. Eine Zeit lang habe ich Körbe gesammelt, aber die vom Sperrmüll immer. Weil ich immer schade fand, dass jemand sich so viel Mühe gemacht hat, Handarbeit, und dann kommt es in dieses Sperrmüllauto und wird zerquetscht. Aber ich würde auf keinen Fall jetzt neue Sachen mitnehmen. Nee, ja, machen wir das auch ist, nicht. Ja, dazu wäre es zu schade. Das ist eine ganz schlechte Nachricht, die ich leider allen Leuten sagen muss. Es bleibt nicht von selber aufgeräumt. Aber das ist so ähnlich wie mit unseren Kindern. Die Jungs, die haben früher gesagt, wieso soll ich mich waschen? Ich werde ja doch wieder dreckig. Aber trotzdem ist das Waschen sinnvoll, wie wir alle wissen. Und deswegen ist auch das Aufräumen, das Entrümpeln immer wieder sinnvoll. Von 15 Jahren, denke ich mal. Ne? Die Überreste. Einwandfrei. Hier, dieses grundig diktiergerät ist einwandfrei. Es nimmt bloß keiner mehr, weil es eine Kassette ist. Ist alles digital heutzutage. Wunderbar. Am Ende des Tages warten 6 prall gefüllte Rollcontainer auf den Gabelstapler. Das kriegen wir gar nicht alles drauf, um Gottes Willen. Mission erfüllt. Backförmchen Kaiser ist aufgeräumt. Pfanne, stotter ich auch noch. Messer. Wir sind noch einmal bei Brigitte Reck in Karlsruhe. Die Frau, die Probleme mit dem Wegwerfen und deshalb auch Probleme mit dem Ehemann hat. Der wollte übrigens auf keinen Fall vor die Kamera. Dafür ist heute Magdalena da, die Enkeltochter. Wie ist es denn eigentlich so mit Küchenordnung bei Ihnen? Ist das auch ein Thema? Also, dass das schwerfällt so? Oder? Nee, da bin ich ja ganz froh, dass man die Familie hat. Da muss man automatisch. Ne? Also, wenn ich, glaube ich, ganz allein hausen würde, wäre das auch vielleicht mal ein Problem. Aber so ist man schon gezwungen. Also, da bin ich froh, wenn ich andere erzählen würde, allein leben. Die haben dann nicht diesen Druck. Aber ich weiß genau, wenn mein Mann heimkommt, der hasst es, wenn im Spülbecken jetzt diese Pfanne steht, zum Beispiel. Ja.
Gerade bei ihr ist es so, dass sie mich ermahnt zum Aufräumen. Ne? Sie hasst es, wenn Schubladen aufstehen, die müssen immer so sein. Ja. Oder auch vorhin habe ich ihre Jacke und ihre Mütze hier auf den Stuhl gelegt, dann hat sie es gepackt und mir hinterhergetragen, dass ich es an die Garderobe hänge, so sagt. Ne? Das ist auch ein guter Anreiz, eigentlich so ein kleines Kind, dass man denkt, bei ihr soll es nicht so werden, es soll von Anfang an sehen, dass man, bevor man aus dem Haus geht, den Tisch abräumt oder so. Oder die Spielsachen nach dem Spielen wieder in die Kiste zurück. Jetzt können Sie schön sprechen. Die letzten Wochen hat sie sich ganz aufs Aufräumen konzentriert, hat berufliche Termine verschoben und mit Volldampf sortiert und entrümpelt. Kartoffelschalen. Und immer noch findet sie überall im und vorm Haus überflüssigen Kleinkram. Aber heute ist ein Kreis für den Sandkasten. Der ist auch schon all weg. Da kommt jetzt auch weg. Da ist der ganze Müll drin, von was wir alles weggeschmissen haben. Ne? Aussortiert. Teile, die jahrelang rumlagen, wo ich dachte, Batterie rein oder so, nichts. Also man sieht schon, die Mülltonnen sind schon voll geworden. Das ist auch ein wichtiger Tipp. Wann soll man aufräumen? Viele Leute sagen, ja, ich räume auf im Urlaub oder wenn ich dazu Zeit habe. Ich gehe mittlerweile dazu über, aufräumen dann, wenn der Stress am größten ist. Weil dann ist der Effekt am größten. Wenn man alle Maschinen Stopp macht und jetzt sage ich, jetzt räume ich diesen vermüllten Schreibtisch 2 oder 3 Stunden lang auf, danach habe ich wieder eine Power. Das ist so unglaublich, was da für eine Energie drin steckt. Überall im und vorm Haus überflüssigen Kleinkram. Aber heute ist ein Kreis für den Sandkasten. Der ist auch schon all weg. Da kommt jetzt auch weg. Da ist der ganze Müll drin, von was wir alles weggeschmissen haben. Ne? Aussortiert. Teile, die jahrelang rumlagen, wo ich dachte, Batterie rein oder so, nichts. Also man sieht schon, die Mülltonnen sind schon voll geworden. Das ist auch ein wichtiger Tipp. Wann soll man aufräumen? Viele Leute sagen, ja, ich räume auf im Urlaub oder wenn ich dazu Zeit habe. Ich gehe mittlerweile dazu über, aufräumen dann, wenn der Stress am größten ist. Weil dann ist der Effekt am größten. Wenn man alle Maschinen Stopp macht und jetzt sage ich, jetzt räume ich diesen vermüllten Schreibtisch 2 oder 3 Stunden lang auf, danach habe ich wieder eine Power. Das ist so unglaublich, was da für eine Energie drin steckt. Und dann kann ich ganz beschwingt weiterarbeiten. Also das ist eigentlich der Haupt-Simplify-Effekt, den ich auch für mich selber entdeckt habe. Ausweise. Ah ja. Inge? Ja? Kannst du mal deinen Personalausweis, auch meinen, mal nachschauen, bringst mal, ob die auch wirklich noch gültig sind? Urlaubsvorbereitungen bei Burgstahlers. 3 Wochen Altmühltal, da darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das heißt, hier auf der Liste wird alles abgehakt, was man so braucht für einen Urlaub. Ja, in dem Fall jetzt, ob der Pass noch gültig ist, oder? Auf dieser Liste, ja, habe ich nur die Sache aufgelistet, die einfach rechtzeitig erledigt werden müssen. Gerade wie beim Pass, da braucht es ein paar Wochen, bis der wieder stimmt, oder bis sie es wieder einem zurückschicken. 4 Wochen vor dem Urlaub beginnt das Abhaken. Also habe ich auch gesehen. Es gibt eine Langfristplanungsliste und eine Kurzfristliste für die letzten Tage vor der Abreise. Und Handyladegerät ist natürlich wichtig. Ein Handyladegerät, 1 Stück Dreifachkabel kurz, 3 Mückenscheuchen, 230 Volt, ein extra Brillenetui, 16 Stück Kleiderbügel und Leinsamen. Verlängerungskabel dabei mit. Hast du mit dem Leinsamen nachgeschaut? Jawohl. Ach, du bringst gleich mit. Eine ganze Dose. Ja. Ja, wenn die ganz voll ist, aber für 4 Wochen reicht sie nicht. Aber jetzt brauchen wir 2 solche. Ja, deshalb mache ich bloß da noch ein bisschen Pfeil hin. So. Doch, habe ich heute auch schon in der Hand gehabt, ist am Platz. Und das System mit den Listen, gibt es Ihnen auch so ein Gefühl der Sicherheit dann, wenn Sie wegfahren, dass Sie wissen, da kann nichts schief gehen? Ja, also hundertprozentig kann ja nichts klappen, aber wir sagen zu 98, 99% haut es immer so hin, wie man sich denkt. Und an den anderen 2% wird gearbeitet weiterhin, ja? Ja, wie gesagt, ich bin ziemlich genau, aber nicht krankhaft penibel. Also das muss man einfach offen lassen, da dies oder jenes sein kann. Kann ja auch kein Komplett. Nach Feierabend bei Kaiser in Dietz. Die Firma ist Weltmarktführer bei Springbackförmchen. Nur mit der Ordnung im Büro, da hapert's etwas. Der Chef hat deshalb einen Profi bestellt. Morgen gibt Herr Kurz eine praktische Aufräumschulung. Heute werden erstmal die Schwachstellen aufgespürt und gnadenlos dokumentiert.
Spezielle Situationen, die Ihnen jetzt schon auffallen? Ja, also diese, was auffällt, gern fotografieren. Diese Ablageschalen, das Thema ist nicht so sehr der Einzelne. Der Einzelne beherrscht immer seine Arbeit. Die größte Herausforderung besteht darin, was ist, wenn der Kollege nicht da ist? Was ist mit der Vertretungssituation? Und da sind solche Stapel, solche Ablageschalen, die nicht beschriftet sind, einfach ein Problem. Wo soll ich irgendwelche Unterlagen suchen? Oder auch sowas in diesem Bereich hier. Die beliebte Ausrede vom kreativen Chaos kann Kurz nicht mehr hören. Das Bürodurcheinander ist für ihn ein allgegenwärtiger Feind, der mit Konsequenz bekämpft werden muss. Da hinten ist ein benutztes Backblech, wenn ich das richtig gesehen habe. Ordnung ist die Basis von allem. Nur wer diszipliniert Ordnung und Sauberkeit hält, kann Qualität produzieren. Das Ziel heißt, den Dingen eine Heimat geben. Ja. Tabu-Akten auf dem Boden? Nein, Tabus gibt's nicht. Das sagen Sie so, aber ich sehe doch, dass Sie sich freuen, wenn Sie das finden. Nein. Ich zeige die Fotos morgen unter der Überschrift "So sehen uns Kunden, Kollegen, Besucher aller Art". Und die Frage ist, was denkt sich ein Besucher, der solche Dinge sieht? Der Tag der großen Büroordnungsschulung. Los geht's mit Konfrontationsübungen. Peinliches Wiedersehen mit dem verschimmelten Backblech. Ein Schimmeltest, oder? Ah, super. Kurz nennt seine Schulungen Büro-Kaizen. Das ist japanisch und heißt ständige Verbesserung. So lernen die Mitarbeiter der Backförmchenfirma heute, wie man eine Wiedervorlagemappe vernünftig führt, Ablagen sauber beschriftet. Diese Zeichen da, oder? Ja, na gut. Die erste Rubrik ist immer eine Atemübung, die Jägerübung meinetwegen. Und der Pfeil heißt, die ist zum ersten Mal da gemacht worden. Jägerübung für Kinder, aber auch Erwachsene. Piff, paff, puff. Der Bauch muss atmen beim Blasinstrument und nicht der Mund. Mhm. Also und jedes Püff-Paff-Puff wird dann da notiert? Ja, also die haben da mit der Jägerübung angefangen. Man sieht, beim nächsten Mal hat der Pfeil einen senkrechten Strich durch. Also ist er zum zweiten Mal schon gekommen. Dann, Püff-Paff-Puff. Mhm. Dann Woche drauf kam die Fliegenübung. Die auch Fliegen. Eine Atemübung. Sieben Blitz. Jetzt wird spannend. Abends in der Förderschule Stammheim, Vorbereitung zum Blockflötenunterricht. Seit das Putzpersonal privatisiert ist, ist hier immer gut, man staubt erstmal ab. So richtig dreckig sieht es aber nicht aus. Nee, aber manchmal könnte man Sau draufschreiben. So, da kriegt jeder zwei Stühle. Zwei für jeden? Ja, da kommen die Noten drauf und da sitzt er. Mhm. Und das ist immer der Kleinere, da muss ich immer auf die Punkte gucken. Grün ist klein, blau ist groß, jetzt muss ich grüne suchen. Seit über 20 Jahren kann sich seine Flötengruppe auf perfekt vorbereiteten Unterricht verlassen. Ohne Ordnung, sagt Burgstahler, geht im Leben gar nichts. Selbst beim Flöten nicht. Schauen Sie sich nur mal die Kompositionen an. Jede Note haarklein vorgeschrieben. Musik empfindet Herr Burgstahler als das vielleicht schönste Ordnungssystem der Welt. Ordnung im Kleinen, Ordnung im Großen. Nur so funktioniert der Mensch. Danke.
Abstand sind. Da ist er ganz dicht bei Werner Tiki Küstenmacher. Der vermittelt seinen Anhängern gerne die Theorie von der Ordnungspyramide. Nur wer auf der untersten Ebene Ordnung bei den Dingen des Alltags schafft, schafft es auf die Spitze, zu sich selbst und letztlich zu Gott. Manchmal hat es sogar Auswirkungen auf die Liebe und so weiter. Das finde ich schon eigentlich ein starkes Stück, dass man sagt, nur jemanden, der wirklich Ordnung hält, der kann auch wahre spirituelle Größe erreichen. Also so würde ich es nicht sagen. Ich sage nicht, dass nur jemand spirituell sein kann, wenn er unten die Sachen in Ordnung hat. Aber ich merke es. Selbst beim Flöten nicht. Schauen Sie sich nur mal die Kompositionen an. Jede Note haarklein vorgeschrieben. Musik empfindet Herr Burgstahler als das vielleicht schönste Ordnungssystem der Welt. Ordnung im Kleinen, Ordnung im Großen. Nur so funktioniert der Mensch. Danke. Da ist er ganz dicht bei Werner Tiki Küstenmacher. Der vermittelt seinen Anhängern gerne die Theorie von der Ordnungspyramide. Nur wer auf der untersten Ebene Ordnung bei den Dingen des Alltags schafft, schafft es auf die Spitze, zu sich selbst und letztlich zu Gott. Manchmal hat es sogar Auswirkungen auf die Liebe und so weiter. Das finde ich schon eigentlich ein starkes Stück, dass man sagt, nur jemanden, der wirklich Ordnung hält, der kann auch wahre spirituelle Größe erreichen. Also so würde ich es nicht sagen. Ich sage nicht, dass nur jemand spirituell sein kann, wenn er unten die Sachen in Ordnung hat. Aber ich merke es andersrum, dass sich das auswirkt auf unsere unmittelbare Umgebung, wie wir spirituell drauf sind. Also, dass Menschen, die halt ganz viel zu tun haben mit den Dingen, mit den Sachen, mit diesem Kleinkram, diesem täglichen, die leiden dann auch darunter, weil sie sich nicht wirklich mit den höheren Sachen beschäftigen können. Man muss sehen, dieses Leben, ja, das erdulde ich nicht, das erleide ich nicht, sondern das kann ich gestalten. Das fängt bei den Sachen an, das hat dann zu tun mit dem, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, dass ich mit meinem Geld auskomme und so weiter. Und dann habe ich wirklich die Möglichkeit, die Freiheit, mich mit dem zu befassen, was wirklich zählt, was der Sinn meines Lebens ist. Einen habe ich hier noch, ist auch so ein Klassiker. Offene Flaschen oder solche Dinger hier. Das kennt auch jeder, man greift hin, will es nehmen, es ist offen und dann fällt es um. Also, wenn das ständig passiert, dann gehe ich auch irgendwann mal in die Decke. Aber Sie sollen jetzt nicht uns filmen, sondern sich beim Putzen. Es ist Filmtag bei Christian Eichenauer. Seine Aufräum-, Putz- und Spülfilme sind auch Basis für weitere Ordnungsdebatten mit seiner Frau Helene. Es gäbe ja theoretisch auch noch die Lösung, nicht selbst putzen, sondern eine Putzfrau engagieren. Ja, haben wir auch schon mal drüber nachgedacht, aber nur sehr kurz, weil das wollen wir beide nicht. Jemand Fremdes, der dann das eigene Chaos beseitigt, ist irgendwie auch nicht das, was wir haben wollen. Mhm. Und es geht ja auch weniger ums Putzen als ums Aufräumen. Das Einzige, was die Putzfrau vielleicht dann bringen würde, wäre, dass man aufräumt, bevor sie kommt, damit es nicht ganz so doch aussieht. So, jetzt geht's los. Die Wäsche ist auch ein Problem. Oder beziehungsweise manchmal ein Streitpunkt, weil wenn ich Neuwäsche in den Trockner tue. Burgstahler ist mit dem Packen meistens etwas später dran als er. Dürfen Sie oder müssen Sie das jetzt in Kisten packen? Das muss ich. Da bleibt keine andere Wahl. Aber sonst gibt es Ärger mit dem Garten, oder? Ich finde es eigentlich nicht unpraktisch, muss ich schon sagen. Ich meine, ich komme mir höchstens ein bisschen blöd vor, wenn man so mit Kisten anreist bei der Vermieter. Aber die wissen das jetzt schon. Und die wird dann auch schön sauber aufbewahrt. Mein Mann tut da immer ein schönes Tuch dann drüber, die werden aufgestapelt, sodass das überhaupt nicht irgendwie nachher wüst aussieht, wenn man so Kisten in der Gegend stehen hat. Also da achtet er ganz arg drauf. Kommt denn alles, was Sie da jetzt eingepackt haben, auch auf die Liste? Also steht das jetzt genau, da ist jetzt ein Sonnenhut drin und drei Kleider? Nee. So genau machen Sie es nicht. Ach so. Ich mache den Schrank auf, wie es mein Mann vorher erklärt hat. Guck rein, was brauchst du nicht. Dann tue ich manches raus. Nach einer Weile tue ich wieder Sachen rein. Also ganz so genau nehmen Sie es nicht wie er. Nein, weil er hat ja noch eine Liste, wo dann auch draufsteht, fünf Paar Socken und drei Unterhosen. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, das weiß ich. Der Hut, ja, wenn ich sonntags nehme ich dann den.
in die Kirche. Ja. Der ist auch aus dem Altmühltal. Ah, ja, ich glaube, jetzt ist die Kiste voll. Ja, ich war fleißig. Ich habe gestern Abend noch bis spät. Oh, wow. Ja, genau. Toll. Weil ich wollte ja, das war ja mein Ziel, dass ich die Ablage frei habe. Und jetzt habe ich. Es hat sich was getan bei Frau Reck. Große Teile der Problemzone in ihrem Zimmer sind verschwunden. Das Ergebnis von 5 Wochen intensiver Aufräumerei. Passt ja dann gut. Aber, boah, also, das ist ja richtig schön. Ja. Da freue ich mich ja. Also weil das finde ich immer ganz toll, wenn, wenn dann, also für mich ist das so ein Klick machen. Haben Sie das auch so empfunden oder war es auch ein mühsamer Kampf? Es ist schon ein mühsamer Kampf teilweise. Ne? Es geht schneller, wenn jemand dabei ist, weil alleine hätte ich mich noch länger rumgeplagt, das weiß ich nur. So ist es schon gut, wenn man so einen Rembler ab und zu kriegt und sagt, du ist weg. Also 1000 schlaue Sprüche aus 1000 Zeitschriften. Das ist schon unrealistisch. Also man merkt schon immer mehr, wie unrealistisch. Ihre Jacke und ihre Mütze hier auf den Stuhl gelegt, dann hat sie es gepackt und mir hinterhergetragen, dass ich es an die Garderobe hänge, so sagt. Ne? Das ist auch ein guter Anreiz, eigentlich so ein kleines Kind, dass man denkt, bei ihr soll es nicht so werden. Es soll von Anfang an sehen, dass man, bevor man aus dem Haus geht, den Tisch abräumt oder so. Oder die Spielsachen nach dem Spielen wieder in die Kiste zurück. Jetzt können Sie schön sprechen. Die letzten Wochen hat sie sich ganz aufs Aufräumen konzentriert, hat berufliche Termine verschoben und mit Volldampf sortiert und entrümpelt. Und immer noch findet sie überall im und vorm Haus überflüssigen Kleinkram. Aber heute ist ein Kreis für den Sandkasten. Der ist auch schon all weg. Da kommt jetzt auch weg. Da ist eh der ganze Müll drin, von was wir alles weggeschmissen haben. Ne? Aussortiert. Teile, die jahrelang rumlagen, wo ich dachte, Batterie rein oder so, nichts. Also man sieht schon, die Mülltonnen sind schon voll geworden. Das ist auch ein wichtiger Tipp, wann soll man aufräumen? Viele Leute sagen, ja, ich räume auf im Urlaub oder wenn ich dazu Zeit habe. Ich gehe mittlerweile dazu über, aufräumen dann, wenn der Stress am größten ist. Weil dann ist der Effekt am größten. Wenn man alle Maschinen stopp macht und jetzt sage ich, jetzt räume ich diesen vermüllten Schreibtisch 2 oder 3 Stunden lang auf, danach habe ich wieder eine Power. Das ist so unglaublich, was da für eine Energie drin steckt. Und dann kann ich ganz beschwingt weiterarbeiten. Also das ist eigentlich der Haupt-Simplify-Effekt, den ich auch für mich selber entdeckt habe. Ausweise. Ah ja. Inge, ja? Kannst du mal deinen Personalausweis, auch meinen, mal nachschauen, bringst mal, ob die auch wirklich noch gültig sind? Urlaubsvorbereitungen bei Burgstahlers. 3 Wochen Altmühltal, da darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das heißt, hier auf der Liste wird alles abgehakt, was man so braucht für einen Urlaub. Ja, in dem Fall jetzt, ob der Pass noch gültig ist, oder? Auf dieser Liste, ja, habe ich nur die Sache aufgelistet, die einfach rechtzeitig erledigt werden müssen. Gerade wie beim Pass, da braucht es ein paar Wochen, bis, der wieder stimmt, oder bis es wieder einem zurückschicken. 4 Wochen vor dem Urlaub beginnt das Abhaken. Also habe ich auch gesehen. Es gibt eine Langfristplanungsliste und eine Kurzfristliste für die letzten Tage vor der Abreise. Und Handyladegerät ist natürlich wichtig. Ein Handyladegerät, ein Stück Dreifachkabel kurz, 3 Mückenscheuchen, 230 Volt, ein extra Brillenetui, 16 Stück Kleiderbügel und Leinsamen. Verlängerungskabel dabei mit. Hast du mit dem Leinsamen nachgeschaut? Jawohl. Ach, du bringst gleich mit. Eine ganze Dose. Ja. Ja, wenn die ganz voll ist, aber für 4 Wochen reicht sie nicht. Aber jetzt brauchen wir 2 solche. Ja, deshalb mache ich bloß da noch ein bisschen Pfeil hin. So. Ordnung nicht ganz so wichtig, was ihn manchmal aus der Fassung bringt. Ja, die Küche. Küche ist auch immer so ein Ding. In der Küche gibt es viele Türen und Schubladen und das macht meine Frau ganz gerne, dass sie einfach Schränke, Schubladen,
Türchen und sowas auflässt. Und das ist so ein Hauptpunkt, der mich zum Wahnsinn treibt, was einfach immer wieder passiert. Und dann gibt es halt schon mal Ärger. Ja, es ist natürlich ein kleiner Reibungspunkt bei uns. So, wenn er nach Hause kommt und ich habe eigentlich schon geputzt, dachte ich zumindest. Und dann findet er aber da noch den Putzlappen, der nicht aufgehangen ist und nicht richtig zum Trocknen liegt. Und dann ist irgendwo stockt eigentlich immer. Es ist ein Kleinkrieg, der in Deutschland täglich tobt. Aufräumen gegen Liegenlassen, Ordnung gegen Unordnung. Für uns ein Grund, mal etwas genauer bei Hempels unter das Sofa zu schauen. Christian Eichenauer ist Kameramann, Fotokünstler und im Privatleben Teilzeithausmann. Heute sieht es im Wohnzimmer mal wieder so aus, wie es eigentlich nicht aussehen sollte. Christian kennt das schon. Seine Frau Helene und der kleine Paul haben die üblichen Spuren hinterlassen. Was stört Sie denn jetzt an so einem Zustand wie jetzt? Ach, eigentlich, es stört mich nicht prinzipiell irgendwas an dem Zustand, aber es sammelt sich immer so an. Also über die Tage hinweg ist es dann irgendwann mal so, dass es einfach reicht, die Unordnung. Dann habe ich gern wieder ein bisschen was Ordnung um mich herum und dann muss ich einfach aufräumen. Das ist wirklich so ein, es packt mich dann einfach. Und auf Ihre Frau können Sie sich in der Hinsicht nicht verlassen, oder? Ich kann mich auf meine Frau schon verlassen. Aber ich meine, was ist Aufräumen angeht? Ja, doch, sie räumt auch auf, aber die Reizschwelle ist eine andere einfach. Bei mir liegt sie deutlich niedriger als bei meiner Frau. Und der Zustand im Moment ist also jetzt für Ihren Geschmack chaotisch, oder? Der Zustand im Moment ist chaotisch, aber den hat man eben auch schnell, wenn man ein kleines Kind hat. Also wenn ich jetzt hier aufräume und der kommt nach Hause, sieht es nach einer Viertelstunde eigentlich wieder so aus. Ich glaube, er hat sich ja sowieso eine Zeit lang mit seiner Ordnung, mit seinem, er nennt es ja auch manchmal Ordnungsfimmel, auseinandergesetzt. Und ja, und ich glaube, dazu gehört es auch, dass er das bei mir sieht, dass er schon einen kleinen Tick hat mit seiner Ordnung. Also, dass ich jetzt nicht so... Ein mühsamer Kampf teilweise. Ne? Es geht schneller, wenn jemand dabei ist, weil alleine hätte ich mich noch länger rumgeplagt, das weiß ich nur. So ist es schon gut, wenn man so einen Rembler ab und zu kriegt und sagt, du ist weg. Also 1000 schlaue Sprüche aus 1000 Zeitschriften, das ist schon unrealistisch. Also man merkt schon immer mehr, wie unrealistisch man lebt. Ne? 10? Heute werden die besonders heißen Eisen angepackt, die ausufernden Sammlungen. Zum Beispiel das Blechspielzeug. Ja, da kommt sie nicht so recht voran, weil ihre Schuhe eben... Im nächsten Schritt will Frau Kramer ihrer Kundin beibringen, wie man nicht nur Unordnung beseitigt, sondern auch dauerhaft Ordnung hält. Also nochmal? Oh ja, was schätze. Gut, wobei da natürlich dann irgendwann auch die Frage ist, ob du in den Massen Murmeln brauchst. Aufräumerin Kramer hat übrigens genauso viele Männer wie Frauen als Kunden. Die beruhigende Botschaft, Probleme mit der Unordnung sind geschlechterunspezifisch. Es gibt da nur eine wichtige Ausnahme. Der passt mir nicht. Herr Schlamp kann's staunen gar nicht lassen, was Damenhandtaschen so fassen. Und wenn Mann fragt, die Dame haucht, da drin ist nur, was Frau so braucht. Vor Lachen sich Herr Schlamp oft kringelt, wenn bei Frau Schlamp das Handy klingelt. Aus ihrer Handtasche tiefsten Tiefen ist's, als ob die Geister riefen. Tampons, Bonbons, Nasenpuder, wo ist das Handy nur, das Luder? Frau Schlamp wühlt, endlich sie's erbeutet, voll Krümel und längst ausgeläutet. Showdown in Eckenstein. Brigitte Rex überflüssiger Krempel soll heute endgültig verschwinden. Drei Kisten Spielzeug, Bücher und Klamotten auf dem Weg ins Karlsruher Second-Hand-Kaufhaus. Die Hoffnung, irgendjemand könnte den Kram noch brauchen und kaufen, macht das Loslassen leichter.
Vielen herzlichen Dank. Frau Kramer muss aufpassen, dass ihr Brigitte jetzt nicht entwischt und gleich wieder rückfällig wird. Das ist ja süß. So viele schöne Sachen, was man damit zu Hause alles anfangen könnte. Die Sammelleidenschaft bleibt der Feind des aufgeräumten Wohnzimmers. So einen Korb würde ich normalerweise auch mitnehmen. Eine Zeit lang habe ich Körbe gesammelt, aber die vom Sperrmüll immer. Weil ich immer schade fand, dass jemand sich so viel Mühe gemacht hat, Handarbeit, und dann kommt in dieses Sperrmüllauto und wird zerquetscht. Aber ich, genau. Also ich würde auf keinen Fall jetzt neue Sachen mitnehmen. Nee, ja. Das ist sonst manchmal hier liegen, aha, schon weg. Ne? Fangen wir damit an. Da kommen wir. Erster Schritt des erfolgversprechenden Aufräumens, Wichtiges von Unwichtigem trennen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist die allerlei Kiste. Das ist die gefährlich allerlei Kiste. Da hole ich gleich mal den Altpapier 2001. Sie schmunzeln so, Frau Kramer. Kennen Sie das schon, diese Art von Kisten, oder? Ja, sowas gibt es schon öfters. Mhm. Ja, doch, also dass dann wirklich ganz bunt gemischt das ist und man hat dann eben auch keinen Überblick mehr. Ja. Ja. Und das macht dann auch manchmal so eine Unlust, überhaupt dran zu gehen. Ja? Weil man irgendwo weiß, ja, da kann sich alles Mögliche verbergen und dann, ach, dann lässt man's. Phase 1, Überblick verschaffen. Phase 2, Kisten anlegen. Phase 3, auch mal was wegschmeißen. Aufräumen bezeichnen Experten als einen Akt der Befreiung. Ich habe ja schon viele Bücher gelesen, wo ich mich alleine mit dem Feng Shui, das Gerümpel des Alltags, oder vom Tiki Küstenmacher Simplify Your Life, theoretisch da drin alles gelesen. Das Chaos im Kopf spiegelt auch das Chaos in der Wohnung wieder. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch noch da habe von ihm. Sonst könnte man. Vor allem nicht, wo es steht, wenn ich mir den Witz erlaube. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Na doch, ich werde es schon finden, wahrscheinlich, wenn ich es noch habe. Und das ist Werner Tiki Küstenmacher, Deutschlands Aufräumpapst. Sein Simplify-Buch hat sich 100.000-fach verkauft. Für diese Veranstaltung mit diversen Fachvorträgen haben Manager aus Köln 1.500 Euro bezahlt. Dafür erfahren Sie zum Beispiel, wie man eine Schreibtischschublade aufräumt. Sie haben vielleicht schon mal versucht, eine Schublade so ein bisschen von links nach rechts aufzuräumen. Das ist uneffizient, das nervt, das dauert lange, das bringt nichts. Sie müssen die Schublade ausleeren. Für viele Menschen, sagt Küstenmacher, wird die Unordnung zum echten Problem. Auch wenn die zugemüllten Messi-Haushalte, die das Fernsehen so gerne zeigt, die absolute Ausnahme sind. Also man sagt, dass ungefähr 90% derer, die sich als Messis bezeichnen, gar keine sind. Sondern sind Leute, die sind nicht aufgeräumt. Die haben kein echtes psychisches Problem. Da müsste einer kommen und einmal die Bude leer machen und dann würde das gehen. Manche Leute, die werden auch richtig ordentlich und geheilt, einfach indem sie einmal umziehen und neu anfangen. Aber die Grenze ist leider fließend. Also das merke ich bei Freunden. Das fängt an mit so ein paar Kleinigkeiten, dass du irgendwas unter dem Bett stapelst und da noch was und da, in der Ecke wird nicht mehr aufgeräumt. Dann gibt es einen Kellerraum, in den ist man seit ein paar Jahren schon nicht mehr gegangen. Und irgendwann